Moin Moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem ersten Bleeding Edge Video. Bleeding Edge ist der neue 4 gegen 4 Teamfighter von Ninja Theory, der im März für den PC und die Xbox One erscheint. Dabei präsentiert euch Bleeding Edge abwechslungsreiche Helden, spaßige Heldenfähigkeiten und wirklich packende Teamkämpfe. Im heutigen Video möchte ich euch daher mal einen groben Überblick bieten, was euch in Bleeding Edge erwartet, falls ihr euch derzeit entscheidet, die Closed Beta zu spielen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, falls es eine geben sollte, eine offene Beta oder dann im März die Release-Version. Und damit möchte ich auch ein bisschen drüber reden, warum ich mich so stark in Bleeding Edge verliebt habe, denn das Spiel hat es mir richtig angetan. Während Bleeding Edge auf den ersten Blick tatsächlich wie ein simpler Team-Brawler wirkt, wo sich einfach nur 8 Leute aufeinander stürzen und sich die Köpfe einschlagen, entpuppt sich das Spiel bei näherer Betrachtung dann wirklich als ein abwechslungsreicher Genre-Mix. So finden sich zum Beispiel Elemente von Overwatch, For Honor oder auch dem Dreamcast-Klassiker Power Stone im Spiel. Und trotz dessen gelingt es dem Spiel, irgendwie eine eigene Identität zu schaffen. Und das liegt unter anderem auch an dem wirklich coolen Heldenkader. So dürfen Spieler derzeit aus einem momentanen Heldenpool von 11 Helden wählen. Die Helden selbst unterscheiden sich dabei in belastbare Tanks, die an vorderster Front ihr Team schützen, in Damage-Dealer, die zwar zierlich im Leben sind, jedoch groß beim Verteilen von Schellen agieren und abschließend natürlich auch den Supportern, die ihr Team unterstützen und am Leben halten. Jeder Held, unabhängig von seiner Klasse, besitzt dabei 3 Fähigkeiten, eine ultimative Attacke, die sich im Verlauf des Matches auflädt, sowie eine Hauptattacke. Wer sich dabei übrigens nicht auf einen bestimmten Helden oder eine bestimmte Rolle festlegen möchte, muss das auch nicht tun, denn sobald ein Match gestartet ist, darf nach jedem Tod der Held gewechselt werden, um einfach Strategien anzupassen oder sich besser auf den Gegner einzustellen. Ähnlich wie Spieler ja momentan auch bei zum Beispiel Overwatch gewohnt sind. Du kannst halt jederzeit im Spawn einfach deinen Charakter ändern und dadurch natürlich mit einer komplett neuen Strategie versuchen, den Gegner zu überfahren. So habe ich in Bleeding Edge zum Beispiel schon mehrfach Teams gesehen, wo von den 4 Plätzen, die im Team besetzt werden konnten, 2 Supporter unterwegs waren, weil es so eine starke Kombination ist. Gleichzeitig hindert euch aber auch niemand daran, mit 4 Damage-Dealern in ein Match zu gehen. Letztendlich liegt es an euch und eurem Team. Die Helden in Bleeding Edge sind dabei übrigens vom Design her genauso wie von den Fähigkeiten extrem abwechslungsreich. Während beispielsweise der Damage-Dealer Demon lautlos im Stealth-Modus hinter die Gegner schleicht, um dann zuzuschlagen, kann der untote Supporter Kulev seine Feinde kurzzeitig mit einer ultimativen Fähigkeit Gedanken steuern. Die Helden fühlen sich wirklich sehr, sehr unique an und auch die Fähigkeiten. Selbst wenn man vielleicht Helden-Shooter gewohnt ist oder andere Spiele, wo Helden im Vordergrund stehen. Und das macht in meinen Augen den Kämpferkader von Bleeding Edge so stark. Wie anfangs bereits erwähnt, wird dann in packenden 4 gegen 4 Kämpfen auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Karten gespielt. Dabei gibt es aktuell 2 Spielmodi. Zum einen wäre das Zielkontrolle und zum anderen wäre das die Energiesammlung. Während Spieler in Zielkontrolle versuchen, durchgängig wechselnde Kontrollpunkte einzunehmen, müssen in der Energiesammlung dabei Energiezellen eingesammelt, verteidigt und zu einer Abgabestelle gebracht werden. Ja, das Besondere ist aber die Tatsache, dass man Punkte in Partie nicht nur durch die freigeschalteten Objectives bekommen kann, sondern zum Beispiel auch, indem man Gegner killt, wodurch eine wirklich interessante Dynamik entsteht, weil nicht jedem Teamfight aus dem Weg gegangen werden muss, nur weil zum Beispiel ein neuer Kontrollpunkt verfügbar ist. Man kann sich auch einfach entscheiden, die Gegner zu überwälzen und einfach zu sagen, ach, der Kontrollpunkt, den holen wir uns später noch, wir kümmern uns erstmal um das gegnerische Team. Dadurch entsteht wirklich eine interessante Dynamik in den Matches. Wirklich interessant sind in meinen Augen aber auch die Arenen selbst, da diese neben Power-Ups auch einige Finessen mit sich bringen. Zum Beispiel Elektrozäune, die bei einer Berührung einen töten, was ich sehr, sehr schmerzhaft schon feststellen musste. Ja, kombiniert man das mit Helden, die Gegner zum Beispiel durch die Gegend befördern oder Gedanken kontrollieren können, entstehen dadurch sehr, sehr lustige Momente, wenn man zum Beispiel im finalen Moment eines Matches einen Gegner Gedanken kontrolliert vor einen Zug laufen lässt. Also sehr, sehr lustig, da die Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen. Gleichzeitig hat man aber übrigens nicht das Gefühl, dass die Umgebung ständig irgendwie für oder gegen einen spielt, sondern das Ganze fühlt sich wirklich sehr fair an und so ein bisschen gimmickhaft.
Ja, alles in allem muss ich einfach sagen, Bleeding Edge macht auf mich wirklich einen fantastischen Ersteindruck. Selbst wenn es halt keine Overwatch-Alternative ist, was viele inklusive mir nach dem ersten Trailer des Spiels dachten. Die Helden sind farbenfroh und wirklich gelungen. Das Gameplay geht, wie man es von Ninja Theory-Spielen gewohnt, super fluffig von der Hand. Ob dann letztendlich die Langzeitmotivation vorhanden sein wird, wenn das Spiel erscheint, ja, das ist natürlich momentan sehr schwer vorherzusagen. So gibt es kaum Infos, ob irgendwie ein Ranglisten- oder Turniermodus integriert wird oder ob es eine andere Art von kompetitiven Ansatz geben wird. Kann man eigene Teams erstellen? Kann man Teams Namen geben? Genauso muss man natürlich sagen, dadurch, dass das Spiel nur auf zwei Plattformen erscheint, der Xbox und dem PC, beschneidet man natürlich so ein bisschen die eigene Playerbase. Da das Spiel aber von Microsoft selbst mitentwickelt wird, naja, sollte man nicht damit rechnen, dass es jemals auf der PlayStation erscheint, was ein bisschen schade ist. Trotzdem hat es mir Bleeding Edge sehr angetan und ich bin wirklich gespannt, wo die Reise für das Spiel hingeht. Sagt ihr mir gerne im Kommentarbereich, was haltet ihr davon, was ihr heute gesehen habt. Ich werde vielleicht hier und da ein paar Helden-Guides machen, bis das Spiel dann wirklich im März erscheint. Vielleicht auch ein paar Gameplay-Videos oder sowas hochladen. Ich werde das mir mal anschauen. Momentan streamen wir es viel, da das Spiel in der Closed Beta ist. Aber ich muss zugeben, es ist was anderes, als ich erwartet habe. Aber ich bin sehr happy damit, was das Spiel momentan macht.